Großvater? Großvater! Bitte. Bitte sag doch was. Diana. Was? Was ist? Du bist auf meiner Hand. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich grabe dich aus. Dein Harmonisierer ist hin, aber du hast jetzt meinen. Gibt nicht viel Teeenergie hier, aber... Hat es geklappt? Sind sie in Sicherheit? Denke schon. Der Einsturz hat ihnen Deckung gegeben. Wenn sie dem Plan folgen, sind sie mehrere Meilen tief, wenn der Weg durchbricht. Gut, gut. Dann musst du weg sein. Vergiss es, alter Mann. Du bist meine Familie. Ich lass dich nicht hier. Mist, warum rührt sich das Ding nicht? Hast du Dickkopf wie deine Oma. Alles meine Schuld. Hätte ich nur auf dich gehört. Nein, du hattest recht. Ich hab das alles verdient. Ist doch völlig egal, vergiss es einfach, bitte. Wenn man so lange Geheimnisse hatte, ist es schwer, sie preiszugeben. Du hast ein Recht, gewisse Dinge zu wissen. Dafür ist später Zeit. Hör auf. Komm schon. Verdammt. Diana. Hör auf. Okay. Weißt du, damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen. Er hatte nie die Chance dazu, aber vielleicht ist das jetzt meine. Es stand schlecht um die Erde, als ich sie verließ. Ich war 32, als die mich angeheuert haben. Eine lukrative Chance voller Risiken. Als Teil unserer Expedition zu einer unbekannten Welt. 50 Jahre ist das her. 50 Jahre mit den Folgen meiner Entscheidungen leben. 50 Jahre, seit ich uns alle verdammt habe. Was meinen Sie, wann werden die nach uns suchen? Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat. Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. Hi, und somit herzlich willkommen zurück, kann ich sagen, zu Lost Planet 3. Ich hab das... Bewegen Sie den Sticker. Ich hab den dritten Teil schon mal angefangen. Okay. Doc, ich glaube, wir sind hier nicht allein.
gesagt, ich habe den dritten Teil schon mal angefangen. Aber damals war es somit auch, hatte ich mit Aufnehmen noch nicht so wirklich den Dreh raus und alles. Und hatte ich auch schnell aufgehört nach 2-3 Folgen. Aber jetzt fange ich halt wieder von vorne an. Und werde das Spiel auch durchziehen, denke ich. Wahrscheinlich. Wenn das mal bloß nicht der Transponder war. Ich kann mich auch quasi an fast gar nichts mehr erinnern. So wirklich. Wir gucken einfach mal. Es werde Licht. Ah. Schönes Eis. Aber ich mach mal ganz kurz. So, ein bisschen leiser. Das Spiel wirkt so richtig laut, wenn ich so schaue. Ich hab auch gerade auf dem Haare. Kann man rennen? Okay, hallo. Die Störung ist ein bisschen fix, finde ich. So, ah, Licht. Teil relativ lang und viel gespielt auf der Xbox. Natürlich an der letzten. Besten Dank. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. Helfende Hand abholen. Später, später. Geh zurück zur Kapsel und pass auf, dass du nicht platt getrampelt hast. Controller. Kovac, Dr. Kendrick Kovac. Und nicht Kenny. Hey, Hutchins mein Name. Der freundliche Franzose ist La Roche. Hast du eine Kanone mit großer Reichweite dabei? Ich nicht. Aber irgendwo in dem Schiff habe ich eine 3006er, altes Familienerbstück. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe ja meine Pistole. Das dürfte reichen. Sekunde mal. Ich ziehe mich nach drinnen zurück. Viel Glück da oben. Stück runtergekommen seid. Der Sturm kam ganz plötzlich. Dr. Roman sagt, euer Eintrittskorridor war frei. Weiß der Henker, was da los war. Allerdings hat sie letztens bei vielem falsch gelegen. Grubeljäger! Oh, was für Prachtexemplare! Bitte töten Sie sie! Also das meinte der Typ bei der Rekrutierung mit nicht aggressiven eingeborenen Wesen.
Mann, du musst noch lernen, dass man das, was Nevek erzählt, nicht für bare Münze nehmen sollte. Geh lieber gleich davon aus, dass die dich verarschen. Na, na, na. Du hörst dich ja wie Diaz an. Hey, du kannst sagen, was du willst, aber sie hat die richtigen Fragen gestellt. Klar, wenn du meinst, dass sie immer mit ihren Verschwörungstheorien angefangen hat, wenn man mal was trinken wollte. Warum für eine Firma arbeiten, der man sowas vorwirft? Wer ist denn diese Diaz? Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Freelancer. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Brad und Will. Ach du Scheiße! Was geschieht oder wo? Sind sie tot? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Mechs. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung, solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! Oh, Leute. Ganz kurz, Steuerung, Kamera... freies Thema, glaube ich, richtig scheiße. Hey, Anfänger! Sammle das leuchtende, orangefarbene Blut auf, das die Tiere zurücklassen. Das brauchst du für später, nicht wahr? Der Chuck, guck mal nicht hin. Tut mir leid, du fließt mir die Steuerung immer noch so schnell. Steuerung, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das müsste besser. Ich glaube, das ist ein bisschen langsam, aber... hier würde ja ein bisschen warm werden. Versorgung, neu. Versorgung, aktiv. Alter, was bin ich quasi weiter mit P eigentlich? Also wieso diese orangen... wieder entstehen, also die halt hier verdampfen. Das da ist die T-Energie, ist die thermale Energie. Die halt quasi. Hey, du bist doch Ingenieur, oder? Kannst du sie reparieren? Ja, ich weiß jetzt, woran es hakt. Eine Sekunde. Anfänger, weißt du, wie man was repariert? Erst musst du die passende Reparaturfrequenz finden. Ja, danke. Okay, alles bereit. Cool. Du kriegst Besuch. Ja, fix. Ja, ein paar Sachen erinnere ich mich noch. Da links oben T-Energie gut geschrieben. Also T-Energie ist halt die Währung. C1. C1, C1, C2, hä? Dann ist einmal Namen. Oder Zahlen, wie gesagt. Oder Titel, das ist immer. Zurück auf die Kapsel. Ja, schon unterwegs. Wo sind denn hier? Ja, egal. Wie gesagt, die T-Energie ist halt Währung und die brauche ich, um mich zu heilen, wenn ich getroffen wurde. Okay, und jetzt festhalten. Und halt, LaRoche, du raus, so diese Thermalenergie, damit ich halt nicht erfriere hier. Und so bin ich nach Eden 3 gekommen. Das war meine Feuertaufe. Der Rest der Reise zum Basislager verlief ohne Zwischenfälle. Ah, doch lange blieb es nicht so ruhig. Wie gesagt, wir spielen ja quasi die Vergangenheit von dem älteren Mann da jetzt. Hör zu, du warst nicht ihre einzige Freundin hier. Wir vermissen alle Diaz. Aber ich habe dich ja gewarnt, dass Nevek das egal sein würde, wenn wir nicht bald Ergebnisse liefern. Es geht hier nicht um Jeanette und das weißt du auch. Aber du gibst mir dennoch die Schuld. Habe ich niemals gesagt. Wusstest du auch gar nicht. Für dich ist die Sache klar. Die suchen etwas, was es gar nicht gibt. Ich konzentriere mich auf das, was wissenschaftlich greifbar ist. Früher war dir das auch mal wichtig. Das ist es immer noch, doch ich entscheide das nicht. Nevek bezahlt das hier alles. Und die haben darauf bestanden. Und das war's dann. Keinerlei Einwände. Was? Dank mir hast du hier überhaupt noch einen Job. Oh ja, einen Job. Und entscheiden tut... er? Dr. Kovac, schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Ja, das war ein ereignisreicher Morgen. Phil Braddock nehme ich an. Dr. Roman? Lange nicht gesehen. Als wär's gestern gewesen, Kenny. Verzeihung. Okay.
Und Sie müssen Jim Peyton sein. Hm. Sie haben mir vollen Einsatz gezeigt. Und sicher unzählige Fragen. Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Nein, Sir, ich bin ja hier, um zu arbeiten. Ich muss nur wissen, wie man sich hier ein paar Credits verdienen kann. Thermalenergie. Jetzt erfahrt das nochmal. Warum dreht sich hier alles? Denke ich. Akridenblut? Ich sag's nur ungern, aber wir haben das gerade eimerweise vergossen. Das ist noch nicht alles. EDN-3 wird davon durchströmt. Die Lebewesen, die Tektonik, bis hin zum Kern des Planeten. Nur deswegen existiert hier Leben. Nirgendwo sonst gibt es diese Substanz. Und Nevek meint so, die Energiekrise auf der Erde lösen zu können? Oh, ich meine schon. Wir sind hier, um sie zu studieren und Gewinnung und Export von Thermalenergie machbar und rentabel zu machen. Wir lassen nichts unversucht. Sehr gut. Der Wissenschaft sollten keine Grenzen gesetzt werden. Peyton, ich habe jede Menge Aufträge für Sie. Bau und Reparatur in der ganzen Basis, aber wenn Sie reich nach Hause kommen wollen, sollten Sie sich die Gefahrenzulage sichern und uns mit diesem Zeug versorgen. Okay. Zeigen Sie mir nur, wo mein Mech ist. Peyton, gehen Sie zum Quartiermeister, um sich ein gutes Jagdmesser zu besorgen. Sie haben ja erlebt, wie dicht einem die Akriden auf die Pelle rücken können. Doch zuerst sollten Sie mit Chefingenieur Gale in der Wartungshalle über Ihren Mech reden. Willkommen an Bord, Jim. Doktor, wenn Sie einen Moment für mich hätten? Tut mir leid, dass Sie das mitgekriegt haben. Sie wissen ja, Bonnie hat ein Faible fürs Dramatische. Ach, das war der Grund. Ich hätte das für Sarkasmus gehalten. Normalerweise brüllt sie mich nur an. Ja, nun, die Umstände haben sich ein wenig geändert. Ich bin sicher, sie wird ein kooperatives und produktives Mitglied ihres Teams sein. Einen Moment mal, Doktor. Jay, was Neues von La Roche? Noch nichts, Sir. Er hat auf keinen Funkspruch reagiert. Okay, halten Sie mich auf dem Laufenden. Bitte, hier Campbell. Ich bin mit Amulayev im Verteiler. Okay, Leute. Der östliche Röhrenblock ist wieder zugefroren. Das war's mit der ersten Folge. Den hatten wir doch gerade erst freigetaut. Ah, hier nochmal kurz. Genau, das Job. Hier können wir halt sehen, die Karte. Der Hangar. Hier ist die Weltkarte. Bishop's Wake. Hier haben wir unsere Ausrüstung. Waffen, Upgrades, Reparaturwerkzeug. Gewährt Zugang zu und Kontrolle von der Reparaturzone, in denen mechanische Geräte repariert werden. Und wir sind halt der Techniker. Viele sagen auch, dass Lost Planet 3 wirkt wie Dead Space 3. So vom... Ja, so auch allgemein von dem Menü hier. So, ich meine, wer Dead Space gespielt hat, kennt es auf jeden Fall wieder. Gut, aber das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass der Ton alles geklappt hat. Hier ist noch was. Nur mal Erfolg bekommen für die Nachwelt. Alles klar, sehr geil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, wie gesagt, ich werde das Projekt diesmal weitermachen. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir weitermachen. Wir werden uns jetzt, denke ich mal, unseren Mech suchen und dann, glaube ich, gehen wir auch schon mal bei der ersten Mission nach draußen, irgendwas reparieren. Aber wie gesagt, schaltet in der nächsten Folge ein. Sagt auch, wie die Qualität ist vom Spiel her so. Weil ich habe ein bisschen die Bitrate hochgemacht vom Aufnehmen. Und das wirkt, finde ich, in der Aufnahme so ein bisschen flüssiger jetzt. Alles klar, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.